Auf die ganz kleinen, zarten Fischchen geht's mal wieder. Auf Schlammheizker und auf Stichling. Mann. Ja, ich such und such natürlich hier seit langem schon südlichen neunstacheligen Stichling. Der muss mal schön reinballern hier endlich. Und der Schlammheizker, der darf auch mal endlich hier reinballern. Und ja, es wird Zeit, ne? Hier an der Achtuba, einfach an dem kleinen Tümpel, wieder schön auf Masse, aber eben, wie gesagt, auf die kleinen. Irgendwann werden sie reingehen. Ich habe jetzt den Vormittag über hier schon getestet. Also stehe jetzt hier 15 Minuten, 17 Minuten. Und ja, tagsüber ist nicht ganz so viel. War allerdings anfangs auch ein bisschen groß unterwegs von den Haken. Und gehe jetzt gerade noch mal ein bisschen kleiner rein. Ab und zu mal einen Wobbler mit dabei, was natürlich auch sehr nice ist. Kann man sich vielleicht auch drauf spezialisieren, vielleicht dann da wieder ein bisschen größer gehen und eher auf den Wobbler testen. Aber auch am Tag schon Schlammheizker. Und deswegen habe ich gedacht, komm, direkt mal die Nacht durchziehen und gucken, ob es auch in der Nacht weitergeht hier mit den Schlammheizkern. Und ja, im Moment sieht er schon ganz gut aus. Das Ganze hatte ich gesehen vor ein paar Tagen von Dark Hähnchen, alten Bänger. Der hatte im Discord gepostet, übrigens Link zum Discord direkt unterm Video. Köcherfliegen Larve, oh, habe ich noch gar nicht geändert, auf 9 Meter. Ich bin nämlich gerade noch mit Zuckmückenlarve unterwegs und bin eigentlich gerade ganz zufrieden. Aber ich mache mal einen hier. Zack. Ich mache mal einen auf Köcher. So, relativ fein. Direkt wieder raus. Zack, auf 9 Meter Entfernung hier, genau in dem Grünzeug, also in den Blumen drin. Aber also es scheint beides zu gehen, ne? Zuckmückenlarve, Köcherfliegenlarve. Jetzt ist die Frage, wo gehen mehr Giebel drauf? Bisher waren die ja recht gnädig, die Giebel. Ich meine, als drittes, ne, wenn man hart reingehen will, könnte man bestimmt auch noch hier den Fischschleich nehmen, ne? Ist halt ein Goldköder, muss man wissen, ob man das machen will oder nicht. Aber durchaus eben eine Option für diese Fischarten, speziell für den Schlammheizker. Ja, so teste ich das jetzt erstmal gerade, beziehungsweise im Moment muss ich sagen, ich bin schon so ganz zufrieden, gerade weil es eben in den ersten Abendstunden schon so gut losging. Jetzt heißt es erstmal die Nacht durchziehen und gucken, was noch so geht. Übrigens, fällt mir direkt auf, wenn ihr denkt, oh mein Gott, irgendwie beißt ihr die ganze Zeit nichts, immer mal kontrollieren, ob wirklich nichts dran ist oder ob da eben diese ganz winzigen, eben nach Gewicht hier, 10 Gramm, 12 Gramm und so weiter, ob diese winzigen Stichlinge nicht am Haken hängen und es gar nicht bimmelt. Also da muss man tatsächlich immer wieder kontrollieren, denn die hängen tatsächlich regelmäßig dran. Ja, einfach gucken, bei dem Fischschleich tendenziell eher weniger, also weniger, dass die da rangehen. Da geht eher der Schlammheizker drauf, aber bei Zuckmückenlarve hier und bei Köcherfliegenlarve muss ich es auch gleich nochmal testen. Da sind auf jeden Fall mehr dran oder eben ansonsten reintappen hier, ne, den Text aufmachen und es ist halt immer noch dieser komische Bug, diese Schrift fängt an zu flackern, wenn ein Fisch beißt. Vielleicht kommt ja einfach irgendwann mal hier so eine Fisch, da flackert es schon. Vielleicht kommt einfach mal irgendwann so ein Bisszeichen hier rein. Weil es ist ja eh irgendwie da, ne? Man nutzt es ja eh. So, also irgendwo muss was drauf sein. Na. Wow. Ostbrasse, mal was ganz anderes. Und der nächste hier. Oh, nee. Oh, 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 oh. Ja. Fein reingehen. Oha. Na, auf Köcherfliege. Ja, der erste Test ist auf jeden Fall schon mal durch für mich. Im Moment Zuckmückenlarve auf Platz 1. Weder auf den Fischschleich ist was reingegangen. War jetzt natürlich auch nicht ganz so viel Zeit. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen länger testen können. Also weder Fischschleich noch auf der Köcherfliegenlarve. Das war auch nicht so nice. Da waren mir einfach zu viele dicke, fette Giebel drauf. Also hier bis zu 1,2 Kilo Giebel, wieder geändert auf Zuckmückenlarve, zack, sofort ist der Schlammheizker drauf. Und was jetzt natürlich noch geändert wird und getestet wird, sind die Hakengrößen. Von sehr, sehr klein zu nur noch klein. Hier gerade einen 18er Haken drauf gemacht, es fängt an zu zuppeln.
Und da ist auch wieder was drauf. Gerade auch wieder geändert auf Zug. Na, guck. Lampeitzka. Guck mal, werden hier auch noch gerade gefangen im, als Wochenrekorde. Also, sie scheinen irgendwo zu laufen. Die Frage ist natürlich, wo? So, einmal, siehst du? Ah. Verscheucht und hier auch nichts. Und weiter gucken. Jawohl. Und es geht weiter. Na, na guck. 80er Schlampeizka auf Zugmücke mit 18er Haken. Ich muss ja sagen, ich bin immer noch ein Riesenfan von den 18er Haken. Ne? Absolut. Wobei jetzt hier gerade einer der größeren Köder, einer der größeren Fische auch hier auf diese ganz kleinen 24er gegangen ist. Ich bleib aber mal auf 18er. So. Ich meine, die Fische sind natürlich super klein hier, aber im 18er hatte ich auch meine Tugun-Trophy, Tugun-Super-Trophy und solche. Also die ganzen kleinen Fische auf den doch recht großen, kleinen Haken. Also unter diesen kleinen ist das ja schon einer von den größeren. Ich bin da mega zufrieden mit. Na? Und hier war noch ein 22er drauf. In winzig. Der größte von den winzigen wäre jetzt natürlich der 19er. Davon gibt es gar nicht, also den gibt es gar nicht von allen Serien. Aber hier von dem Berserk Rage Series, da gibt es den auch als 19er. Er ist immer noch als winzig deklariert, aber es ist der größte davon. Das teste ich jetzt auch mal. Ich habe jetzt also quasi den kleinsten von den kleinen und den größten von den winzigen. Also beide Haken gerade im Einsatz. Und dann gucken wir mal, vielleicht bin ich ja demnächst Fan von den 19er Haken, weil die vielleicht noch besser als winzig deklarierte die kleinen Fische anlocken. Vielleicht. Gucken wir mal. Was jetzt natürlich noch die Frage ist, wohin werfen. Ne? Ich habe jetzt ein paar Mal hier vorne in diese kleine Lücke geworfen, aber im Moment fühlt es sich so an, als ob da hinten dieses Seerosenpärchen hier, als ob das noch mal interessanter ist. Also da, wo das Auge ist, so in diese Richtung. Gerade zweimal hingeworfen, relativ schnell wieder Biss gehabt. Nächste Route hingeworfen, auch wieder Biss. Alter, Ostbrassel. Was? Könnte man wahrscheinlich auch testen. Genau da so hin, in die Richtung. Gucken wir mal. Ostbrassel, ja, wenn du Bock hast, teste doch mal auf Ostbrassel in der Nacht. Schön Knoblauchteig, Brassenmische. 83er Schlammi. So, jetzt wieder, ne, noch mal da vorne so hin. Ja, genau zu dieser Rose da. So. Vielleicht ist es da, wie gesagt, deutlich besser. Also hier weniger Frequenz. Ja, und hier in dem Bereich vielleicht eher so in die Richtung werfen. Gucken wir nochmal. Nee, ist noch nicht dran. Lassen wir nochmal hier schön ein bisschen zubbeln. Und in der Zwischenzeit gucken wir mal eben auf die Map. Also hier unten ist es. Ne? Das ist jetzt hier, es gibt da so ein paar Spots hier. Es gibt hier immer mal wieder auch die Infos. Hier ist so ein Baumstamm. Geht das auch mit den Schlammpeizkern. Oder hier oben an diesem Baumstamm in der Area. Aber jetzt hier an der Stelle kann man mal machen. Hier ist ja dann der Abfluss sozusagen direkt. Und ja, das Ganze lübt bisher ganz gut. Ich würde sagen, gar nicht so verkehrt für den Zielfisch, für den Schlammpeizker. Die Größe ist natürlich jetzt immer noch so ein Ding. Und dann muss jetzt gleich tagsüber, müssen dann natürlich auch noch weiter die neuen Stacheligen reingehen. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall gleich noch ein bisschen weiter rumtesten, was da so geht. Aber größentechnisch, ja, da vielleicht doch bis auf einen 16er Haken hoch oder so. Das Setup sieht so aus. Also komplett hier fein und klein, einfach nur mit geflochtenem Vorfassmaterial, 6,8 Kilo. Man kann bestimmt auch kleiner reingehen, aber vom Gefühl her muss man es nicht. Also so mit Fluorocarbon oder sowas, ich denke nicht, dass das große Augenjäger sind, solche kleinen Viecher. Sondern da ist es eher wichtig, dass die Schnur schön dünn ist und dementsprechend passt das hier tatsächlich ganz gut. 18er Haken oder größer. Schlammpeizka mit über 200 Gramm. Also wenn da nicht mal so ein 16er Haken auch funktionieren könnte, hoppala. Also da glaube ich doch schon, dass man da auch bestimmt nochmal deutlich größer reingehen kann. Aber, na gut, jetzt wird es schon gleich wieder hell. Für die Stichlinge ist das dann natürlich schon deutlich zu groß.
So. Erstmal hier schön ziehen. Und es lüpft weiter. Ja, aber Größen, ne? Ich glaube, ich teste einfach mal nächste Nacht mit echt übertrieben großen Haken. Ich hatte ja zum Beispiel die Tjulka-Sardinen-Trophy. Die war auch auf dem 16er Haken. Dann machen wir mal direkt einen hier. Den guten 16er Haken. Wo ist er? Da ist er. Oh. Zuckmückenlarve drauf. Da war auch die Tjulka drauf. Dann beißt da auch der Schlammpeitzcover. Ja. Ich glaube, das is ist es, ne? Haben wir alles? Genau. Spot ist gezeigt. Setup ist gezeigt. Kescher. Das ist natürlich nichts zum Kohle machen. Das ist einfach nur, um seltene Fische abzuhaken. Also südlicher, neunstachliger Stichling. Der wird mal endlich Zeit. Und endlich mal der Schlammpeitzker, ey. Das freakige Viech. Mann, Mann, Mann. Irgendwann musst du doch mal reingehen. Ja, und an und für sich von der Stelle her kann man sagen, kann man machen, ja. Gar nicht so verkehrt. Danke fürs Teilen an Dark Hähnchen nochmal. Also ab hier an den Spot und weiter testen. Ich ziehe jetzt hier weiter raus. In der Hoffnung, dass irgendwann einer von den dicken Dingern reingeht. Vielleicht übertreibe ich es auch gleich komplett. Und macht dann einfach überall die 16er drauf, oder? Dann haben die Fische ja gar keine andere Chance. Dann müssen die ja groß spawnen, damit sie draufbeißen können. Ist ja klar. So, wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs, Freitags immer komplett mit RF4 Petri.